Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Die der dunkle Sturm. Letzten Part haben wir ja die Typ mir ein bisschen vermüllt. Ganz kurz. Alles auf Offscreen noch. Direkt nächstes nochmal da dran. Egal, ich lege ihn auch wieder ab. Egal. Ja. Wir müssen ja noch gegen den sechsten von den Typen noch kämpfen. Ach nee, ja, zu doof sind, um von 1 bis 6 zu zählen. Na gut, mal schauen, was der uns noch für ein Pokémon gibt. Und eigentlich ist mir zwar gar nicht so richtig aufgefallen, aber ich glaube, sie sind nach Elementen sortiert. Der erste hatte Feuer-Pokémon, zweite Wasser, dritte vom Typ Boden, vierte Elektro, der fünfte hatte Gift. Der grüne könnte jetzt entweder Käfer oder Pflanze haben. Würde ich jetzt mal behaupten. Mal schauen. Und Sechslinge verbindet das Band der Bruderliebe. Sechsfach. Wir halten sechsmal fest zusammen und unsere Lebensmittelrechnung ist sechsmal höher als normal. Ja, das mit der Lebensmittelrechnung gibt irgendwas hin. Also los, Grünschnabel. Ich mach dich fertig mit der Kraft des Sechspacks. Okay. Bin ich gespannt. Entweder Pflanze oder Käfer. Mirabla und Tuska. Okay, Pflanzen-Pokémon. Ah, das ist jetzt kein großes Problem. An und für sich. Ja, mit Handlust klug benutzen können. Und die dadurch eigentlich direkt belegt sind. Vor allem wegen der Level 9 sind. Ich weiß nicht, was ich dabei dachte. Ja, gut. Ich glaube, die Welle macht zum Glück gut Schaden. So, ist zwar sehr effektiv, aber der Levelunterschied macht es halt dann doch wieder weg. Ah ja, die Gegner sind irgendwie von Mal zu Mal leichter geworden. Das hat auch noch eine Türze. Das sind jetzt schon vier und da war noch kein Krypto-Pokémon dabei. Tanze. Immer noch kein Krypto-Pokémon. Dann schauen wir jetzt wirklich sechs Pokémon dabei. Eindeutig 6 Pokémon. Ganzer Murzel ist das Krypto-Pokémon scheinbar. Ja, machen wir das so rum. Ich möchte es ja nicht besiegen.
jetzt auch gut drüber lang. Mach ihm halt keinen Schaden. Das soll auch nicht erledigen. Das könnte ein längerer Kampf werden. Ich könnte es natürlich probieren, aber ich glaube nicht, dass es schon drin bleibt im Pokéball. Gleich sehen. Oder vielleicht ja doch. So muss es wohl gegangen. Dort haben wir alle 6 Typen erledigt. Ich will die vernichten nie lang, gleich 6-fach. Das ist noch gar nichts. Unsere brüderliche Liebe ist noch viel stärker. Natürlich. Okay. Ja, jetzt haben wir einmal 13 hier stehen. Können wir jetzt? Ja, wir können jetzt mal nicht so bauen. Ja, dann. Oh. Wow. Wir haben hier natürlich einen Vitalisierer. Das habe ich auch anderes erwartet. Ein Schritt weiter. Zwirlich und eine Neko. Ich weiß, der hat zwar normale Pokémon. Die tun es nicht so viel. Zu Sachen. Und theoretisch könnte man das jetzt um das wenig verwenden oder missbrauchen, wenn man ziehen möchte. In meinem Fall verwende ich das einfach nur, damit ich die Kryptoleiste runterbekomme. Sie wurde auch besiegt. Oh Mist. Gegen dich sollte ich doch gewinnen. Ja, vielleicht doch nicht. Zählt ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Moment, 8. Jetzt sind wir zu viele. Was ich brüder. Vielleicht sind Spione unter uns. Hey, guck mal. Da ist schon wieder dieser Bengel. Wenn ich schon wieder. Kann mir nochmal gegen die kämpfen. Ich hab so oft gegen dich, wie du willst. Und okay. Ja. Ah, wieso nicht?
Könnte die Kryptoleisten runter trainieren? Nachdem ich von denen die Pokémon gestohlen habe, wieso nicht? Vielleicht haben sie ja neue Krypto-Pokémon noch einmal, so aus dem Nichts. Okay, natürlich auf jeden Fall einen aus Pokémon, nicht kann man auch. Ah, nicht im Kontra-Modus. Den brauche ich gerade gar nicht. Ich meine, eigentlich ist sehr gut, die Leiste durch schneller runtergeht. Andererseits machen wir uns dadurch selbst Schaden. Okay, aber die haben jetzt keine Krypto-Pokémon mehr. Das ist gut zu wissen. Letzten ist wirklich noch hier zum Trainieren. Mit dem Kontra-Modus. Achso, das ist gar nicht so stark sein. Das habe ich schon mal gesagt. Ich denke, das hat uns zumindest ein wenig die Zeit vertrieben. Natürlich. Moment. Hätte ich jetzt alle eine gute Strategie? Theoretisch. Praktisch muss ich die Leisten runterbekommen. Ich die Strategien aufgehen. Ja, Sepa und Colini kennen wir uns noch. Ja, der Panzer kann jetzt auch hier im Schelle. Na, wieso nicht? Macht leider nicht so viel Schaden. Kryptowelle. Dafür mit beiden Schaden. Gar nicht mal so wenig. Ah, das ist ein Tarnhehl. Okay. Spannend. Ein Tarnhehl habe ich jetzt nicht erwartet. Macht ja nichts. Das schaltet sich selbst aus.
Auftraglinie ist auch erledigt. Ja, okay. Hat die dann auch immer nur das Gleiche. Passiert, passiert. Ist auch nicht so schlimm. Auch nicht so. Ich glaube, das war schon so. Er hat zwei Elektro-Pokémon. Da ich sie mal rufe, müsste es eine Leiste fast falsch nicht unten sein. Ja, zumindest uns belassen Balken. Also bei der Hälfte vom letzten Balken, sagen wir es so rum. Das ist jetzt leider paralysiert. So, schon geht es zum Nehmen. Das ist auch aus dem Gefecht gesetzt. Aber er hat auch nicht mehr, oder? Hat er. Magnetil hat er jetzt noch. Ja, es ist nicht so schlimm. Die Stelle macht halt schon Schaden, aber nicht so viel, wie ich gern hätte. Überlegen. Tausch die auf jeden Fall mal mit den zwei. Dann gehe ich für ihn hier. Mit seinem Bodentypen. Das ist jetzt nicht die beste. Mein Hutfuck ist eigentlich Flugtyp. Murmel ist eigentlich vom Typ normal. Aber egal. So genau nehme ich es jetzt auch wieder nicht. Oh, Schlammern macht gut Schaden. Und Schubs sollte auch gut Schaden machen. Das finde ich gut. Lambert sollte es eigentlich halt liegen. Und Donnerschock ebenso. Sehr schnell.
Nö, mir reicht es eigentlich immer noch nicht. Aber na gut. Bevor ich jetzt den Part ein bisschen länger mache, glaube ich, werde ich den Part an dieser Stelle auch stehen bewenden. Ich danke euch für's Zusehen. Lasst eine Wertung da, es euch gefallen hat. Wenn nichts das wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Puck und XD, der dunkle Sturm, wieder. Ciao.